Aber wenn nicht, dann werde ich ihn natürlich nachtragen. Ich überprüfe das dann nochmal. Ach ja, der Uhrenraum. Aber damit waren wir fertig. 17.11. Ja gut, dazwischen hast du dir ja nichts mehr gewünscht. Ja, dann muss ich es wirklich vergessen haben. Geburtstage vergesse ich anscheinend relativ gerne. Weil man das halt nicht... das habe ich in meinem Aktivitätsfeed, habe ich das halt nicht drin. Ne? Die Wunschgames und so und die Donations, die sehe ich immer sofort, klar. Aber ich habe nirgendwo protokolliert, wann jemand Geburtstag hat. Sorry dafür. Ich werde es natürlich nachtragen. Du hast ja sowieso, ich glaube, noch ein oder zwei weitere Wünsche. Soll ich das gleich mit Dreamfall reinschreiben dann oder erstmal abwarten? So. Ach, guck mal, das hat er sich nicht gespeichert oder habe ich das da hingehangen? It seems like he never finished this one. Nee, nee, das muss ich schon noch mitnehmen, ne? Denke ich mal. So. Und was anderes dafür hinhängen. Ah, stimmt, ich erinnere mich. Mein Gedanke war ja nicht das, sondern dieses komische Gewicht. Aber da geht ja nichts. Hm, seltsames Ding auf jeden Fall. Was mache ich denn jetzt mit dieser komischen Uhr? Die hat keine Zeiger. Ich kann nichts dran machen. Ich kann auch nicht wirklich was dran erkennen. Gut, dann wird sie es hoffentlich noch erläutern. Genau, da haben wir ein Bild gemacht und dann... Ja, ja, okay, alles klar. Was ist denn das? Aber geht... Ist da ein Mechanismus noch, wenn ich... Ich muss da bestimmt irgendwas Bestimmtes dranhängen. Ich könnte das auch wieder hinhängen. Dann rastet das so runter. Ich weiß nicht, was das bringt. Gut, ich werde es jetzt erstmal behalten. Vielleicht merke ich ja irgendwo draußen noch einen Unterschied. Wir hatten doch noch ein offenes... also, zum einen hatten wir einen vierstelligen Code, von dem wir, glaube ich, drei Ziffern jetzt haben, ne? Und dann hatten wir, glaube ich, noch diesen Tresor-Hinweis. Da muss ich gerade mal gucken. I don't remember drawing any of these. Am I going insane? Ja, das ist uns ja... soweit bekannt. Das ist nicht das, was ich suche. Mama, ich will nicht immer das Neueste sehen. Ich hatte doch so ein... Oder habe ich das letzte Mal noch... Ach, ich gehe mal raus und gucke, ob was Neues passiert. Ich weiß gerade nicht mehr. Hm, abwarten und schauen. Okay, alles klar. Stimmt, vielleicht schaffen wir ja bis zu 80% oder so. Ich habe ja keine Ahnung, wie groß das Spiel ist. Hm... Danke, Sapsi. Das ist so ein kleiner Discord-Reminder, wird mir schon reichen. Weil ich die Liste immer sofort nach dem Stream update. Eben weil ich nichts vergessen will. Aber die Geburtstage, ne? Wenn ich die nicht wo ablesen kann, dann bin ich wieder lost. So typisch. Ach Gott, was ist das für eine dumme Tür, ey? Okay. Ah, okay. Er wird crazy. I can't take this anymore. I just can't. My whole body is going numb. Why is this happening to me? Okay, mal gucken, was er... Ah, jetzt hab ich's. This must be a combination or something. Jetzt hab ich's. Alles klar. Der rote Tresor. Ich weiß, wo wir hin müssen. Glaube ich zumindest. Ich meine, das war hier in die Richtung. Und, aber wir haben jetzt drei... Moment, ich muss mal kurz... Ah, danke, Sapsi, Mensch. Wir müssen Sapsi zu irgendwas befördern, oder? Das ist ja unglaublich. 601, dankeschön. Hallo, Shadow Drake, mir geht's gut, und dir? Und hallo, Puma, falls ich dich noch nicht gegrüßt habe. Netz geflogen, ups, okay. Wir haben im Grunde eh noch nichts gemacht. So. Okay. Hallo Pantera, schön, dass du es heute geschafft hast. Viel Erfolg beim Kochen. Guten Hunger. Voll gefuttert, geil.
Hallo, Sinas. Muss geklopft hat. Mhm, aber uns fehlt noch eine Ziffer, ne? Uns fehlt noch eine Ziffer dafür. Okay, alles klar. Wir gehen jetzt erstmal zu dem roten Safe. Ich hoffe, ich laufe richtig. Eichhörnchen, Bruder. Ey, Max, du musst unbedingt God of War spielen, also Ragnarök. Da gibt's ja das voll geile Eichhörnchen. Ich musste sofort an dich denken. Ich hasse diesen Raum, diesen Gang, diesen Schatten. Okay. So, nochmal gucken. Sag mal her. Also, wir müssen mit links anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich nehme mal an, dass man den Pfeil noch mitrechnet. 12 nach links. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nach rechts. Und dann 5 nach links. Also 12, 8, 5. 12, 8, 5. Wenn wir das richtig verstanden haben. Dreh dich. Achso. Oh, eine ganze Umdrehung. Ach geil, wir sind ja die Profis, ey. Oh, alles klar. Und uns interessiert nur den Schlüssel von Johnny. Johnny-Schlüssel, da muss ich gerade mal überlegen. Johnny-Schlüssel, wo war denn noch eine Tür? Ah, ich kann mich daran erinnern, da wo der Vater und sein Sohn drauf ist, auf der Tür. Die ist noch zu, aber wo war die? Im Keller? Nee, im Keller war die nicht. Ah, die war, glaube ich, ganz am Anfang. Nochmal komplett durchs Haus. Da kommt Freude auf. Ne, hier ist er doch. Was laber ich denn? So. Wunderbar. Mal schauen, ne? Ein neuer Raum eröffnet sich uns. Und schon wieder haben wir Grandma-Bilder und komische Dinge. This used to be Dad's room. Und Dad sagt... What happened in here? Und Dad sagt, ich bin verrückt. Mhm, ich merk's. Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da, während der Hai in den Tiefen diesen Plan erdachte. Ah ja. Okay, ich glaube, ich verstehe das schon. Jetzt brauche ich die Gewichte. Ich habe aber nicht so viele Gewichte. Ah, okay, gut. Vielleicht doch. Moment. Also hier hätten wir eins. Dann nehme ich mal dich mit. Ist bestimmt eh falsch. Oh nö. Ich trage zu viel mit mir rum. Ich muss mal eben mich entlasten. Ein bisschen entlasten. Aber wenn das unterschiedliche Gewichte sind, also mit unterschiedlichen... Gewichten halt.
dann müssen wir die wahrscheinlich so anordnen wie in dem Rätsel. Das ist ja... Also wenn das wirklich so ist, wie ich es jetzt schon vermute, ist das Silent Hill auf Wish bestellt. Aber mal abwarten. Vielleicht überrascht uns das Spiel dann doch mit einer richtigen Nuss. War verdächtig ruhig hier gerade. Als wir das letzte Mal auf... Gutes Timing. So, hier war... Ach, ich höre schon wieder. Ich finde, das macht irgendwie Angst. Dieses kontinuierliche Pochern, wenn man da in die Nähe kommt, das finde ich irgendwie gruselig. Keine Ahnung, warum. So. Ablegen. Die Gewichte brauche ich, die Bilder... I should keep this. Das solltest du als Selbstverteidigung mitnehmen. Also wirklich. Bringt aber nur nichts gegen Geister. Shit, was lege ich denn weg? Die Kassette lege ich weg. Das bleibt. Ich kann mich so schwer von Dingen trennen anscheinend. Dann halt den Hammer. Jetzt habe ich 8 von 10. Das reicht, oder? Wenn ich 2 Gewichte nehme. Oder wie viel habe ich jetzt? 2 Gewichte habe ich ja Intus, ne? Und ich brauche wahrscheinlich 4. Und die Gewichte werde ich ja dann gleich wieder los. Dann habe ich ja wieder 4 Plätze frei. Sollte also gehen. Nein, nicht zu Opa. Nicht zu Opa. So. Okay. Nee, aber was ich sagen wollte, das letzte Mal, so in der letzten Stunde, ging der Geist voll ab. So, der kam fast alle 5 Minuten und jetzt hat er keinen Bock mehr. Heute ist er nicht da. Der kann heute nicht. Der hat auch mal was anderes tun, wie mich zu erschrecken. Naja, zieh ich das halt ohne ihn durch. Okay, alles klar. Hätte mich auch gewundert, wenn Madison auf einmal so schwerfällig stampft. Bei dieser eine Geist in der Vergangenheit, der war da immer so extrem, ne? So, wie viel habe ich jetzt? Jetzt habe ich erstmal 3. Mir fehlt ja noch 1, wenn ich das richtig sehe. Es sei denn, wir können 1 so lassen, wie es ist. Das wäre eventuell ja die Möglichkeit, ne? Wenn ich nur 3 Gewichte eventuell brauche, mal abwarten. Ich sehe hier gerade kein 4. rumliegen, oder ich bin wieder blind. Was war das denn, eine Maus? Sieht ja cool aus mit den ganzen Karten hier überall. Ich bin auf eine Maus getreten. Oh, tut mir leid. Das ist ein komisches Quieken. Ich muss mal lauter bei mir machen. So. Okay, dann schauen wir mal. Also, wir haben den Hasen. Wir haben die Maus. Wir haben den Fisch und wir haben die Schlange. Ich lese jetzt noch einmal. Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte... Was soll denn das Geräusch? Die Schlange unterhalb der Ratte, okay, ist eine Ratte, keine Maus, blieb da, während der Hai in den Tiefen dieser Plan erdachte. Gut. Also, gehen wir es ganz easy an. Der Hai, der am tiefsten ist, kriegt das schwerste Gewicht. Oder? Das macht doch Sinn. Das ist wahrscheinlich das Schwerste. Am höchsten ist der Hase? Moment, nochmal. Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück. Schlange und Ratte. Okay, wir haben aber keinen Vogel, ne? Nee, wir haben seine Freunde. Dann ist der Hase am höchsten
und kriegt kein Gewicht. Die Schlange ist über der Ratte, ne? Ich lese nochmal. Die Schlange, nein, unterhalb der Ratte. Die Schlange unterhalb, okay, dann kriegt die, was habe ich denn jetzt noch für Gewichte? Die Schlange ist unterhalb der Ratte, das heißt, die Schlange kriegt das nächst schwerere. Mal gucken, was das schwerere ist. Moment. Ja, wahrscheinlich das. Schlange unterhalb der Ratte. Und jetzt die Ratte noch, das letzte. Und dann haben wir vielleicht das schon gelöst. Mal gucken. Es kann natürlich sein, dass uns noch ein Gewicht fehlt. Gut, ich wüsste jetzt eh nicht. Ich brauche noch ein Gewicht, ne? Aber nochmal fürs... Warte mal, hängt der tiefer? Ja. Schlange unterhalb der Ratte, ne? War doch... Die Schlange unterhalb der Ratte bleibt da. Blieb da. Während der Hain den Tiefen, der Hase sprang in die Luft. Ja, okay. Ich denke, das ist soweit so richtig. Und hier kriege ich mein Ziel, wenn ich es richtig gemacht habe. Hm? Oder soll ich ein Foto machen, weil da Dinger sind? Ja, da ist noch nichts viel... Okay, es fehlt noch ein Gewicht. Also ich glaube nicht, dass ich den Text falsch verstanden habe. Ich denke, die Gewichte sind richtig soweit. Oder was meint ihr? Ich denke, dass da kein Fehler ist. Weil die Schlange ist unterhalb der Ratte. Der Hai am tiefsten. Der Hase halt... Ah, der Hase kriegt die Uhr! Oder ist die schwer? Nee, ne? Warte mal, das ist ungefähr gleich schwer jetzt mit dem. Aber, schauen mal. Ha! Wir hatten doch schon die ganze Zeit ein viertes Gewicht. Okay, das wird wieder kein Bild. Was ist das? Ein Album? So, this is the book that everyone was talking about? Ah! Die Plunis. Ja, das haben wir schon öfters gehört. Wir haben ja einen Plattenspieler hier in der Nähe. Achso, erstmal Geschichte lesen. Vor vielen, vielen Tagen gab es eine Kreatur mit unbekannten Namen. Ich dachte, das ist eine Schallplatte. Das ist nur ein Buch. Oder ist es beides? Sie hatte stets alleine gelebt und nicht nach Gesellschaft gestrebt. In einer eisig kalten Nacht erlitt sie eine Plage und schlief dann für 2 Tage. Am 3. Tag erwachte sie in völliger Dunkelheit und fühlte sich geschunden. Oh Kraus, ihre beiden Augen waren verschwunden. Die Kreatur kroch aus dem Bett und grabbelte auf der Suche nach ihren Augen umher, doch sie fand diese nicht mehr. Sie kroch und schlurfte und ihre Knie wurden blau und taub. Ihre kullernden Augen wurden zu Staub. Bis heute will sie es sich nicht eingestehen und ihre Suche muss fortbestehen. Es ist wunderschön. Jetzt nimm dich in Acht vor den Augen und schalte das Licht ein. Dann, wenn du nicht entkommst, dann sind deine eigenen bald sein. Er fürchtet das Licht. Nutze etwas Helles, um dich zu schützen. Okay. Okay. Das war wunderschön. Das ist doch genau das Richtige zum Einschlafen. Okay, mitnehmen. Oder lasse ich das das? Das lasse ich hier. Na gut, was Helles mitnehmen. Ich habe Licht und... Moment mal. Was?
The room has changed. Da wurde die Oma blind, ja, ich weiß. Aber ganz ehrlich, warum so ein Buch? Das hätte ich im Leben nicht geholt, oh Gott. Okay, okay. Riku, okay. Da kann ich ein Item benutzen. Was ist denn das? Machst du das Geräusch hier? Das nervt. Ich schaue mich hier erstmal um, bevor ich mir das Loch anschaue. Ja, ansonsten sieht es hier ganz nett aus eigentlich, ne? Die anderen Bücher sind ganz lieb. Okay, ich vermute mal, ich komme hier nicht raus. Oh, was ist das? I know this is impossible, but I think Dad wrote this. Hi, my name is Johnny. Okay, gleich kommt Johnny hier mit einer Axt rein. In Wirklichkeit ist Dad der Verrückte. Ich kann gar nichts dafür. Oder Dad hat mich verrückt gemacht, je nachdem. Okay, also ich glaube, hier ist sonst nichts zu finden. Was mache ich denn da? Okay. Wollen wir erstmal ein Bild machen davon, weil da Polaroids sind. Okay, was hat sich verändert? Was sehe ich jetzt? Augen. Ganz viele schöne Augen. Boah, ich mache hier... Oh nein, das Ding. Ich dachte schon, ich muss das Licht ausmachen. Oder so ein Mist. Okay. Dann gehe ich lieber raus. Ich kann eh das Licht nicht ausmachen, wie ihr seht. Und die Kerzen auspusten kann ich wahrscheinlich auch nicht. Mach das du. Cool. Ganz cool. Ganz cool. Hallo? Ja, wir wollen hier lang, ne? Oh, shit. Geht das? Okay. Bin ich... Das ist jetzt der das Vergangenheitshaus? Oder wie, oder was? Interessant. Ich habe einen neuen Freund. Sein Name ist Blunis. Ich mag Blunis nicht. Er ist dann... Herr Blunis hat die Augen von Oma gestohlen. Das ist schon krass. Abgeschlossen. Ah, ich bin hier, okay. Obwohl, irgendwie ist es auch anders, oder? Irgendwie ist alles anders. Halten. Ist da eine Schallplatte drin? Ach, wie cool. Mache ich gleich. Erstmal... Gucke ich mich hier um? Oder soll ich erstmal ein Foto von dem Ding machen? Ich glaube, ich mache erstmal die Tür hinter mir zu. Obwohl, wenn dann hier was passiert, will ich schnell rausrennen. Wie man es auch macht, ne? Es ist tödlich. Ja gut, ich finde hier sonst nichts. Gut, dann erstmal so. Okay, da passiert nichts. Okay, dann halte ich das mal. Aber ich würde mich gern umdrehen, wenn möglich, damit ich die Tür sehe. So. Oder wenn da... Ah, nee, da ist ja... Das ist ja das, was früher gepocht hat. Nee, dann will ich doch lieber so rum.
Nein! Oh mein Gott. Das erinnert mich irgendwie so stark an Insidious. Da kommt übrigens ein neuer Teil. Ist doch ein Auge. Das ist ein Auge. Oder was ist... Das sieht so komisch aus. War das vorhin schon? Hat auch so gebloppt? Mach mal ein Foto. Okay, das war fies. Ich bin gestorben, ne? Ich bin einfach gestorben. Zum ersten Mal. Also doch, wir sind früher in der Vergangenheit gestorben, aber das war meist förderlich. Aber diesmal ist es nicht förderlich. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ich war da hinten noch nicht. Ich gehe nochmal in den Raum. Habe ich jetzt irgendwas dabei? Das hat gar nichts gebracht. Aber vielleicht auch nur, weil ich so schnell gestorben bin. Nochmal gucken. Wo war denn die Renntaste? Okay, okay. Die habe ich in der Panik jetzt natürlich wieder nicht gefunden. Okay, nochmal gucken. Ah, da muss ich auch noch lang. Oh Gott. Hallo Marissa. So, ich weiß jetzt nicht, muss ich jetzt hier noch was machen oder? Boah, ich habe auch im ersten Moment, als es so laut wurde und alles, habe ich gedacht, da ist was. Weil ich mich irgendwie nur an das erinnert habe. Und das kam mir neu vor. Und dann drehe ich mich um. Und dann war dieses Mistding da hinten. Und ich dachte, das kann nicht kommen, weil da doch hell ist. Was ist das jetzt? Ah, nein, nicht schon wieder! Nein, ich gehe ja schon! Ich gehe ja schon! Oh Gott. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß es nicht. Ich will es nicht wissen. Ich brauche Licht, aber ich bin doch im Licht. Ich bin doch im Licht! Okay, keine Ahnung, was ich machen soll. Außer Rennen, aber Rennen bringt auch nichts. Ich glaube, ich gucke mir einfach die anderen Räume erstmal an. Ich wüsste jetzt nicht, was das überhaupt bringt. Weil ich brauche vielleicht eine Taschenlampe oder irgendwie sowas, damit ich den... Oder ich muss ihn blitzen. Ich muss ihn vielleicht blitzen, oder? Okay, okay. Oh, das ist aber trotzdem eklig. Und erstmal die Nerven haben, den zu blitzen im richtigen Moment. Ich muss den bestimmt blitzen. Oh, nee, ich gehe woanders hin. Ich will nicht. Oh, nee, da ist noch so ein Ding. Keine Ahnung. Okay, ich denke, ich muss das einmal abspielen. Vielleicht... war noch nicht durch. Ich denke, es muss aufploppen, so wie bei dem ersten. Ich muss gleich zwischendrin aufhören und blitzen. Oh, shit, das wird jetzt echt fies. Ich habe geschnallt. Ja, geschnallt habe ich es vielleicht früher, aber geschafft. Das Schaffen dauert vielleicht noch ein bisschen. Hallo, Blackie.
Ey, das sind so Insidious-Vibes gerade. Aber, Mama, hat er sich... Der hat sich das doch Wieso liegt denn hier ein Foto? Egal. Der hat sich das doch gespeichert, oder? Ist da noch ein Auge? Ja, und das kann ich nicht rausnehmen. Jetzt nochmal Klartext oder irgendwie was. Und ich kann da auch nicht nochmal drehen. Okay, also er speichert das. Oh Gott! Wolf, raus! Als wäre das Spiel nicht gerade schlimm genug. Oh mein Gott. Okay, ich blitz das Arschloch jetzt. Aber das habe ich nicht geschafft, ne? Da muss ich nochmal voll ran. Ne, ich warte jetzt auf den. Ich warte auf den Pisser. Ich camp jetzt hier. Ja, komm. Ich bin bereit. Okay, okay. Ja, gut. Du bist eh keine Schönheit. Dich braucht man nicht verewigen. So, kann ich jetzt Musik hören? Geräusch, ne? Dieses ekelhafte Geräusch. So, jetzt haben wir das zweimal gemacht. Mal gucken, ob es noch mehr Dinger gibt. Aber zwei Augen würden mir eigentlich schon reichen, ne? T-U-N, Tun. Oder die Nat. Man weiß es nicht genau. Okay, vielleicht kommt das Vieh wieder. Ich bin bereit. Aber ganz ehrlich. Ah, was? Wo? Du Biest! Oh Gott! Wenn man so eine scheiß Musik hört, das ist ja eine Einladung für Dämonen. Das seid ihr alles selbst schuld. Und wehe, wünscht euch das. Okay, sammeln wir sonst nicht immer rote Bilder? Na gut, heute mal ein blaues. Abwechslung und so, ne? Luni sagt, ich hätte schöne Augen. Ja, du hattest schöne Augen. Oh, ist das übel, ey, wenn der so random kommt. Ich darf auf den Schreck erstmal was trinken. So. Ah ja, ich hab's ja auch extra laut bei mir. Ich brauch das. Bei Horrorspielen oder Horrorfilmen will man sich ja erschrecken. Also, das ist zumindest so immer das Bestmöglichste, was passieren könnte. Bei Filmen passiert so gut wie nicht mehr bei mir, aber bei Spielen ist das wohl noch möglich. Wie man merkt. Okay. Weiter geht's. Okay, ich war noch nicht überall. Die Scheiße ist halt, der kann auch hinter mir kommen, ne? Oder die. Oh. Warte mal. Hab ich mich hier umgeguckt? Ja, ne? Da war nichts mehr. Ach, kein Nerv, irgendwas zu lesen oder so, wenn das jetzt ständig passieren kann. Warum liegen hier Fotos? Habe ich hier was verpasst? Oder vielleicht ist das einfach nur ein nach dem Motto, mach Foto von dem Vieh. Oh! Ach Gott, jetzt schreck ich mich schon von sowas, ey. Das ist nicht gut, sonst höre ich das Ding nicht. Ich geh nochmal hier rein.
gerade sagen, weil die Geräusche werden auch extremer, wenn das Vieh kommt. Das kündigt sich so ein bisschen an akustisch. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, was ist denn jetzt? Okay, hier ist zu. Ich muss noch in den einen Raum, wo es mich angestarrt hat, ne? Na, hier habe ich jetzt... Ja, da habe ich ja auch hoffentlich alles gemacht. Ich wusste aber noch, dass dieser Plattenspieler irgendwann benutzbar wird. Okay, okay. Ja, okay, jetzt nur noch in den Raum. Und da, oder vielleicht muss ich auch in den Kinderraum nochmal zurück. Ah, ich muss die Augen bestimmt in das Loch schmeißen. Da waren ja ganz viele. Aber mal gucken, ich brauche vielleicht noch mehr. Ich schaue mich jetzt halt einmal nochmal in diesem ganzen Dings um. Ah, die Statue ist da, juhu. Ja, wenn die Statue da ist, dann ist doch alles bestens, oder? Ja, Mensch, die ist doch auf meiner Seite, das wissen wir alle. Kann ich diesmal nicht reinlurken? Oh nein, again. Aber ich werde erstmal... Ja. Shit, hätte ich da Bilder machen müssen von dem Ding? Nee, ne? Oder? Ich warte erst, damit ich den Song auch durchspielen kann. Muss jetzt leider ein bisschen campen. Closest du das an? Dabei war das noch harmlos. Aber gut, ja, wenn man es nicht so gewohnt ist, ne? Wenn man es alleine spielt, ist es natürlich nochmal ein anderes Level. Kommt doch bestimmt jeden Moment. Das letzte... Ich will halt nicht, dass es während dem Lied passiert. Okay, die Geräusche kommen. Achtung. Dieses Knarzen wird lauter. Es läuft bestimmt schon im Flur rum. Es kommt. Es kommt! Das ist echt creepy. So, jetzt schnell den Song. Jetzt schneller. Jenny, danke für deinen Follow. Ich mache jetzt mal ein Foto davon. Ich weiß nicht, ob man das tun soll. Nee, kein Foto. Kein Foto von den Dingern, von den ploppenden Plattenspielern. Das ist echt creepy gemacht. Holy shit. Oh, ich darf nicht in den Keller. Danke, Spiel. Danke. Dass du mir das ersparst. Dafür muss ich da rein, oder was? Willst du mich... Oh Gott, okay. Okay. Oh Gott, okay. Erstmal wieder abknipsen und dann Musik. Ich dachte, es wäre ein nettes Knobelspiel. Ja, Close to the Sun fängt sehr ruhig an, ne? Das habe ich mir auch gedacht. Das wird echt heftig dann später. Errungenschaft blindet. Wahrscheinlich, weil es ziemlich nah war. Okay, let's go. Da hat es Blob gemacht. Okay, next. Immer, trotzdem immer mal gucken. Vielleicht will er ja mal was mitnehmen. Man weiß ja nicht. Er nimmt ja nichts mit. Ich dachte, ich schmeiß sie in das Loch, aber es reicht wahrscheinlich schon, wenn ich die Musik höre. Okay, Dachboden einfach hier.
jedem Raum ist jetzt dieses Scheißding, ey. Oh mein Gott. Okay. Von hier. Da habe ich eine gute Sicht. Komm doch. Ich kann hier ewig warten. Bin wie Sniper Wolf. Okay, das Knarzen kommt. Oh Gott. Es ist aber immer wieder gruselig, ne? Es ist immer wieder gruselig. Auch wenn man es weiß. Nächste ist aufgeploppt. Macht schon ein bisschen Stress hier. Das Lied ging jetzt wieder ein bisschen länger. Vielleicht werden wir jetzt auf dem Flur begegnen. Auf dem Flur habe ich immer die meiste Angst, weil ich dann nicht weiß, von welcher Seite. Am besten, ich campe gleich wieder einen Raum ab. Scheiße, das Knarzen kommt schon. Ganz leise. Ich werde hier... Oh Gott, die Statue. Da ist irgendwas bei der Statue, glaube ich. Oh nein, hier ist nicht sicher. Hier ist es nicht sicher. Ich bin noch nicht bereit. Scheiße. Okay, komm. Ich könnte aber eventuell auch von der anderen Seite kommen. Nein! Ich hab Angst! 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 Schieß, schieß! Scheiße, ich hab mich verknipst. Ich konnte nicht mehr so schnell knipsen. Das hat einen ewigen Dings gebraucht. Ich wollte nochmal knipsen, aber es ging nicht. Egal, wir haben ganz viel auf einmal geschafft. Und die bleiben ja gespeichert. Ich renne jetzt durch. Ich wusste nicht, ob das hinter mir ein Gang ist. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken. In dem Moment kommt sie natürlich. Das ist voll fies. Das Ende macht echt Stress hier. Also, oh shit, jetzt bin ich auch noch falsch gelarvt, ey. Oh. Hier wollte ich gar nicht hin. Auch alles jetzt anders in dem Haus gefühlt. Das haben wir gemacht. Ja, ich bin einfach falsch. Kommt! Kommt doch mal! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Das kommt immer aus dem Raum, ne? Das ist sein Raum. Oder ihren. Ah. Ist ja nicht mal ein Raum. So, warte mal. Du hast ja gar nichts. Hä? Ich dachte, du. Ich habe da vorhin was Blaues gesehen. Keine Ahnung. Habe ich mir eingebildet. Ah, in der Panik ist das ja auch kein Wunder. Nee, mal überlegen, wo wollte ich denn jetzt hin? Bin gerade voll lost. Wo war ich denn vorhin? Bin ich hier? Ah ja, Moment. Meint ihr, schafft das? Oder habe ich den schon? Den habe ich schon. Shit, okay, der nächste. Der nächste, schnell. Den habe ich, den habe ich. Okay. Ja, Moment. Blaues. Ich bild mir das nicht ein. Oh, jetzt weiß ich, dass in dem Raum hier nichts ist. Verdammt nochmal. Okay, ich bin bereit. Danach gibt's Musik. So.
war kein Treffer, das war kein Treffer! Die Bitch ist nach links gelatscht! Die ist ausgewichen! Die hat so einen Hechtsprung nach links gemacht! Alter, ist sie frech. Boah, ist sie frech. Ich muss die von woanders knipsen. Das war zu risky. Weil die da rüber rutscht und dann ist sie nicht in meiner Linse drin und dann war's das. Och Mann, ich laufe immer in die falsche Richtung. Ah, das ist jetzt die Panik. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn das so panisch hier abläuft. Das ist ganz schlimm. Die kommt doch von da, ne? Ja, die muss von da kommen. Er ist noch nicht laut genug. Ja, da kommt sie gleich. Nee. Ich hab gedrückt! Die hat keine Angst mehr! Die hat keine Angst mehr vor dem Blitz! Oh mein Gott! Was ist da los? Okay, jetzt gleich in die richtige Richtung rennen. Und hallo Zebra! So, ich bin gerade sehr abgelenkt, wie man merkt. So, jetzt gleich rechts, ne? Hier. Oder habe ich. Wird immer aggressiver, weil ich schon so viele habe wahrscheinlich. Aber ich kann es nicht durchziehen, ne? Ich versuche es jetzt nochmal von hier. Sie zu knipsen. Vielleicht hatte ich einfach nur Pech mit dem Treffen. Aber hier ist eine lange Gerade, da müsste ich sie doch kriegen. Ich schaffe doch nicht, das ganze Lied abzuspielen. Ich muss sie doch einmal treffen. Wenn ich sie jetzt nicht treffe, dann versuche ich das Lied durchzuziehen. Junge! Die ist einfach hier instant gespawnt! Was soll das? Das hätte ich wirklich durchziehen können. Oh, da kann ich was angucken. Das ist ein Auge, das mich anguckt. Is this a human eye? Yep. Und es hat dich angeguckt und, ich glaube, das ist das, was ich gebraucht habe. Sehr gut. Aber vielleicht brauche ich zwei von denen. Ah, Mann, wieso bin ich jetzt hier eingesperrt? Was? Ne, ich bin nicht eingesperrt, oder? Ich drehe hier durch, ey, ich werd verrückt. Oh, wenn die hier wieder spawnt, ne, ich bleib hier nicht stehen. Er ist nicht mein Freund, der will nur mit Mama spielen. Warum spielt er dann mit mir? Oh, ne, kann von allen Seiten kommen. Fuck. Red ich. Hab ihn. Also ich muss jetzt entweder zurück oder noch ein zweites. Was? Ich hatte das noch nicht? Okay, let's go. Noch ein guckendes Auge. Okay, das reicht jetzt, oder? Ich habe ein paar Augen. Oder brauche ich noch mehr? The house feels like a maze. Er labert mit mir.
I'm sure this is what Grandma was referring to in her diary. Ja, jetzt fühlst du dich, wie Oma sich gefühlt hat. Ist es schön? Nein, es ist nicht schön. Denn ich habe keine Ahnung, wo ich hier... Okay, da wollte ich hin. Moment. Schnell. Auge. Ich habe noch eins. Warte. Auge. Reicht das? So Grandma wasn't sick at all. This thing is what really killed her. Nein, du bleibst jetzt nicht so dunkel. Ich mache überhaupt nichts in dieser Dunkelheit. Ihr könnt mich mal alle. Das ist ja noch schlimmer. Weiß auch gar nicht, vielleicht kommt er auch gar nicht mehr jetzt. Kann ich noch, muss ich hier noch mehr machen? Nee, das Loch ist befriedigt. Ich kann nichts mehr reinmachen. Und ja, das klang falsch. Was soll ich dann... Okay, vielleicht ein Bild hiervon. Oh, die letzte Ziffer. Jawohl, bekomm's. Na, das war ein Musstod. Luca. Nee, Oma, bitte nicht jetzt. Bitte nicht jetzt. Luca. Nein, Oma, nein. Oder was auch immer du bist. Was ist mit dir? Warum läufst du so? Was ist denn mit ihm? Ich mach diese Kameraschwenkungen nicht. Wir gehen jetzt zu diesem Code, ne? Wir gehen jetzt... Du kannst die Kamera gerade nicht verwenden. Ich kann meine Kamera nicht mehr benutzen. Okay, dann kommt das Vieh auch nicht mehr. Hoffe ich. Okay, ich verpasse viel im Chat. Tut mir voll leid, aber das hat mich gerade voll mitgenommen. Oh. Ah, schade. Puma, mach's gut. Spinnt bei euch Twitch auch, oder? Nur bei Puma gerade. Also bei mir ist alles grün. Aber schade drum. Mach's gut. Vielleicht bis morgen. 6013 ist der Code, genau. Mhm. Da gucken wir gleich mal. Alles gut, okay. Okay, gut. Dann ab zum Code. Ich will jetzt keine Musik mehr hören. Ich weiß nicht, ob ich da hin muss, aber ich glaube schon. Takumoto, danke für dein Follow. Abgeschlossen. Ah ne, alles gut, ich muss in die Richtung. Alles gut. Der ist ziemlich hart am Arsch, oder? Dem geht's nicht so gut, glaube ich. Yeah. Komme ich bei dir die Box nicht, zumindest nicht am Notebook. Am Handy seltsamerweise schon. Was für eine Box? Ach so, diese Kanalpunkte-Box. Oh. Spiel auch gerade arschlaut, aber okay. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Hört ihr mich noch? Ja, ne? Vielleicht sollte ich es auch einfach bei mir ein bisschen leiser drehen. Gerade voll übertrieben laut bei mir. Ja, ich muss in
die Richtung. Hey, wenn der kein... Ich weiß nicht, ich glaube, das Spiel geht nicht mehr so lange, oder? Wenn der die Kamera nicht mehr benutzt und so humpelt und alles. Ich glaube, wir sind gleich tot. Yo! Da will jemand nicht, dass ich ihm folge, oder ihr? Da werde ich doch ständig gerufen. Ja, ist ja gut, ich gehe ja nur diesen einen Weg. Ich weiß, wo es ist. Ich habe gar nicht mehr vor, mich hier groß verlaufen zu wollen, obwohl ein kleiner Schwenker in die Küche kann nicht schaden. Daran kannst du mich nicht hindern, oder? Ja, in die Küche gehe ich jetzt. Tja, was machst du nun? Ich guck jetzt in den Kühlschrank. Jetzt Secret Ending, wenn ich hier noch was finde. schon gut. Hä? Die Tür war noch nie zu. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Ich gehe doch schon. Hallo, Conny. Wir sind hier gerade schön am Verrecken. Habe ich den Eindruck. War nicht so unser Tag. Bei Opa gibt's auch nichts Neues. War nicht unser Tag, würde ich sagen. Aber so eine Besessenheit ist ja auch nicht einfach. So. Was ist denn drin? Ach so. Ja, das sind ja die Statuen. Da müssen wir jetzt hin. Oh, ich darf nicht mal mehr zu meinem Lager. Okay. Ja, egal, okay. Opa. Warum geschieht das mit uns? Wie konntest du das zulassen? Warum hast du nicht gleich auf deine Frau gehört? Ja, da muss ich jetzt hin, ne? Den Code eingeben. So, gehen wir schon mal in die Richtung. Erstmal alle Türen zumachen. Praktischerweise gehen die alle automatisch zu. Mal gucken, ob auch die zugeht. Ja, okay, alles klar. Mehr als 3 sind bei den restlichen keine Punkte. Ach so, ist das in der Art begrenzt? Das könnte natürlich sein. So. Okay. Der Code war... nochmal bitte. 6013. Okay, 6013. Okay. 6013. Hey, imagine, man spielt das ein zweites Mal, dann könnte man ja voll abkürzen. Oder ist der Code immer anders? So. Dreht man das nochmal? Ah, jetzt. Okay. 6. 0. Jetzt sind wir aber gespannt, was da drin ist. Wenn sie da so ein Heckmeck draus machen, ey. 1. 3. Offen. Immer anders. Okay. Wir gucken da jetzt rein. Was ist das? Geht Ducken irgendwie in dem Spiel? Nee, ne? Die Urne. Die Urne. Von Elizabeth Maxwell. Er hat sie die ganze Zeit hier aufbewahrt. Ihre Asche. Hast du die jetzt mitgenommen oder runtergeschmissen? Ich wollte jetzt halt gucken, ob hier was passiert, aber... The Hanged Son.
Du klingst ganz komisch auf einmal, Junge. Junge. Der hängt dann, ja. Und jetzt? Kannst du eh nicht mehr benutzen. Ich hätte sie gleich hier lassen sollen. Ich will mich jetzt nicht erhängen. Auch nicht so ein dummer Schluss, komm. Und dann noch ein Foto davon machen. Oh mein Gott, nein. Nein, lass es nicht so enden. Oh, komm. Das ist halt wieder das Bad End. Von ungefähr 4 erreichbaren Bad Ends habe ich das Bad End. Ach, come on. Können wir das Schicksal nicht irgendwie abwenden? Komm, das war ein Witz, ich nehme die nochmal. Ich hätte was anderes hinstellen sollen. Wahrscheinlich hat er nichts anderes geduldet. Keine Ahnung, ob es mehrere Endings gibt, war nur eine Vermutung. Aber meistens haben diese Spiele ja eh kein gutes Ende, ne? Das ist ja fast normal. Also, let's go. Hey, vielleicht geht's ja weiter. Ich kann als Geist rumspringen dann. Meine Statuen sind bei mir. Immerhin. Die weinen um mich. Die wussten, dass es so kommt. Jetzt sind wir alle wieder vereint. Yay! Oh Gott, oh Gott. Ich bin doch schon dabei. Lass mich es machen. War so klar. Das war das letzte Foto. Fürs Familienalbum. Okay. Ja, das war cool. Das hat Spaß gemacht. Das war Madison. Wir werden noch ein Spiel spielen, keine Angst. Ging jetzt doch sehr früh zu Ende. Ja, war ganz gut. Für ein Spiel seiner Art war es überdurchschnittlich gut. Dieser ganze psychologische Horrorgedöns, da gibt's so viele. Ganz, ganz viele. Denkt an die Halloween-Woche.
Aber ich möchte doch behaupten, das war eins der sehr guten davon. Das hat Spaß gemacht, das hat geschockt, das hat eine Geschichte erzählt. Das hat auch eine ordentliche Länge gehabt. Ja, mir hat's gefallen. Ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Ja, moin, Tippo. Schon lange nicht mehr gesehen. Ach Gott, jetzt kommt wieder das kranke Lied, ey. Wahrscheinlich in der Vollversion. Und mit Hänger. Geil. Ja, nee, Abspann ist schon rum. Hatte viel um die Uhren? Ja, ich auch. In der letzten Session, da gab es ganz viele Uhren. Oh mein Gott. Bis ich die Uhren alle wieder richtig gestellt habe. Boah. Ja, cool, das war's. Das ging jetzt schnell. Cool, hat aber Spaß gemacht. Ich fand das Spiel cool. Sammelgegenstände. Was? Wie schlecht bin ich denn? Boah, ich habe gestern, Blacktail 2 fertig durchgespielt. Da war meine Statistik auch so böse von den Sammelgegenständen, gerade mal die Hälfte. Und dabei hatte ich das Gefühl, mich gut umgeschaut zu haben. Naja. Gut, darauf kommt es ja nicht an, ne? Willkommen zurück an die Erfolge. Ja, gut. Professioneller Fotograf... Finde jeden Sammelgegenstand. Ja, die drei. Sonst waren wir fleißig. Da. 500-facher Zoom? Ach so. Nimm 500 Fotos auf. Warum sollte man so viele Fotos machen in dem Spiel? Ist ja Quatsch.